Ich darf jetzt hier bei Abgedreht 2010 Matthias Schäffert begrüßen. Der hat den Film Raw Salt gedreht. Mich interessiert brennend, warst du im Urlaub und hast du eine Kamera gezückt? Oder wie kamst du dem Film? Na, Urlaub war das nicht ganz. Ich war auf Exkursion, geografische Exkursion. Und habe diese Salzlagune entdeckt während der Exkursion. Und dabei kam mir der Gedanke, daraus einen Film zu machen. Also bin ich nochmal hingereist und habe dann 2 Tage lang gedreht. Dann warst du 2 Tage vor Ort und hast 2 Tage gedreht und bist dann wieder zurück. Ich war dann noch einen Monat da, bin nach Burkina Faso noch gereist, habe gehofft, dass das Rohmaterial erhalten bleibt, kam zurück und habe dann geschnitten, ja. Wie bereitet man sich auf einen solchen Dreh vor, wenn man aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt, eine Arbeit sieht, die man vielleicht so aus Deutschland natürlich nicht kennt oder aus Europa? Wie bereitet man sich darauf vor? Fragen, filmtechnisch? Ich glaube, die Antwort, die ich dazu geben kann, ist falsch. Man bereitet sich falsch darauf vor. Zumindest ist es für mich so gewesen. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, habe mir Fragen überlegt, was ich zu den Leuten sage. Aber es wurde nicht so verstanden, wie ich eigentlich dachte. Weil meine europäischen Wertevorstellungen oder Fragestellungen, die ich hatte, so gar nicht beantwortet werden konnten. Also ich hatte Fragen im Kopf, zum Beispiel darüber, wie teuer ist das, was sie bekommen für das Salz, der Tageslohn, oder wie schwer sind die Wege, die sie ziehen, etc. Und ich habe darauf keine Antworten bekommen, leider, weil die Leute das gar nicht wussten. Wodurch wurden die Fragen dann bedingt? Haben die Interviewten die Fragen bedingt, durch den Umstand, dass sie halt bestimmte Fragen gar nicht stellen konnten? Oder wie kam das dann zustande? Wie flexibel bist du dann gewesen oder wie schnell hast du umgestellt und wie hast du es gemacht? Ja, ich habe versucht, flexibel zu sein. Und ich würde jetzt sagen, der Film ist das Produkt der Leute, die da arbeiten. Es ist gar nicht mehr das, was ich gefragt habe, sondern es ist das, was sie mir gegeben haben, was sie mir erzählt haben. Denn meine Fragen wurden explizit gar nicht beantwortet, sondern es war mehr so ein Gesprächsfaden, der sich entwickelt hat. Und das, was sie preisgeben wollten oder erzählen konnten, das ist im Film. Alles andere natürlich nicht. Wie viele Personen haben denn als Drehteam sozusagen mitgewirkt vor Ort? 2 eigentlich nur. Das war ich. Ich habe die Kamera auf ein Stativ gestellt und habe dann interviewt und ich hatte einen Übersetzer, weil eine Frau in Yunami Tiflitete, die im Film vorkommt, spricht nur Stammessprache Ga und die spricht gar kein Englisch, deshalb brauchte ich einen Übersetzer. Also eigentlich waren wir nur zu zweit. Also die Übersetzung lief dann vor Ort noch, man hat das dann mitgeschrieben auf Englisch und... Genau, aber im Nachhinein. Also wir haben zuerst interviewt, Joe, mein Übersetzer, hat mir gesagt, was sie geantwortet hat. Und dann haben wir weiter interviewt und dann später habe ich mir das notiert und aufgeschrieben, was sie geantwortet hat, um dann den Untertitel zu machen. Sorry. Hast du deine Protagonisten dann eigentlich noch näher kennengelernt? Warst du bei denen zu Hause? Wie haben die gelebt? Du siehst, man sieht die Arbeiter dort auf dem Feld. Es sind sehr rohe, sehr rudimentäre Umstände. Es ist nichts motorisiert. Es wird mit Händen und mit Schaufeln gearbeitet. Die Wagen werden per Hand gezogen. Wie leben die Menschen? Wo leben die? Leben die in der Nähe? Die leben in der Nähe und das Spannende daran, finde ich, ist, dass diese Salzlagune, die man da sieht, ist ein halbes Jahr lang ist sie eben mit Salz bedeckt und ein halbes Jahr lang ist sie überflutet mit Wasser. Und während dieses halben Jahres, wo sie trocken liegt, kommen aus den ganzen umliegenden Dörfern Leute dahin und bauen das Salz ab. Also die wohnen direkt in der Nähe da. Die wohnen natürlich nicht in Luxushotels, die wohnen da sehr, sehr arm. Muss ich nochmal machen, glaube ich. Ja, gerne. Sorry. Die wohnen da in sehr ärmlichen Verhältnissen, würde man sagen. Aber es ist für sie eine Möglichkeit, einfach Geld zu verdienen und einen Job zu haben. Das Spannende war einfach zu sehen, wie sie mit dieser Arbeit umgehen und dass es für sie eigentlich die einzige Möglichkeit ist, Geld zu verdienen und was zu tun, was Produktives zu tun. Und das Spannende auch an dem Film ist, dass ich eigentlich überrascht war, dass man keine Mechanisierung sieht, klar, also es gibt keine Traktoren oder Ähnliches da, aber es gibt auch keine Tiere, die eingesetzt werden. Es gibt keine Esel oder Pferde oder Ochsen oder Ähnliches, was einfach dafür spricht, dass menschliche Arbeitskraft so billig ist. Sich da ein Tier anzuschaffen, wäre einfach zu teuer oder teurer als menschliche Arbeitskraft. Ist es dein erster Film gewesen oder... Hast du schon öfter solche Filme gemacht? Es ist einfach sehr, sehr gut und sehr nah gemacht, das Ganze. Danke.
Ja, es ist nicht mein erster Film. Ich interessiere mich schon seit längerem für Dokumentarfilme. Und ich habe 2, 3 andere davor schon gemacht. Deshalb fällt mir die Nähe zu Menschen ja, vielleicht nicht so sehr schwer. Aber ich mag sie einfach. Ich finde, das Interessante ist eben, den Mensch zu porträtieren in seinem Umfeld, in seiner Begebenheit, in der er sich normalerweise bewegt, in der er sich befindet. Und dafür ist von meiner Meinung nach der Dokumentarfilm das beste Medium. Und gibt es ein nächstes Projekt? Noch nicht. Oder stolpert man lieber drüber und kriegt dann ganz besonders gute Sachen hin? Beides wahrscheinlich. Es gibt sehr viele Ideen, aber noch kein konkretes Projekt. Ich würde sehr, sehr gerne nochmal hinfahren, das Ganze ein bisschen besser vielleicht noch machen. Von der Qualität her gefällt er mir noch nicht so sehr gut. Es gibt sehr viel Windrauschen zum Beispiel. Auch ist es nicht HD oder irgendwas, es ist einfach sehr rudimentär gedreht, was dem Film vielleicht auch gut tut. Aber ich würde es gerne nochmal länger machen, über einen längeren Zeitraum einerseits und andererseits auch in einer vielleicht besseren Qualität und deshalb auch inhaltlich noch tiefer gehend, weil man noch viel mehr rausholen kann. Wenn man zum Beispiel ein Jahr lang da vor Ort wäre, könnte man eben diese saisonale Variation sehen und sehen, wie die Leute in der Regenzeit da fischen. Und jetzt, während ich da war, in der Trockenzeit, haben sie eben Salz abgebaut. Also das wäre sehr spannend, da so eine Art Zeitraffer einzubauen und ja, über mehrere Monate hin diese Familie zu begleiten. Ich bedanke mich bei Matthias Scheffold. Vielen Dank. Danke auch.